Moin Leute, es gab mal wieder Post, eine Antwort aus Sachsen heute per E-Mail. Und zwar geschrieben hat mir der Landespolizeipräsident Herr Kubica. Er hatte ja den Innenministern, Ministerpräsidenten und so weiter allen geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich allen geschrieben habe. Viele Briefe waren das. So, aber es kam Post aus Sachsen und CDU-Land, das ist zwar nicht nur CDU, Grüne sind auch mit dabei und SPD, glaube ich. Ja, berichtigt mich, wenn ich falsch liege gerade. Aber ich lese euch mal vor, was da kam. Und dann sehen wir mal weiter gleich. Sehr geehrter Herr Tram, vielen Dank für Ihr Schreiben an Herrn Staatsminister Schuster, welcher mich beauftragt hat, Ihnen zu antworten. In Ihrem Schreiben vom 15. Dezember 2022 beschreiben Sie den Umgang mit aus Ihrer Sicht harmlosen Konsumenten einer harmlosen Droge. Ich habe geschrieben, war schon vergleichsweise harmlos. Also ganz harmlos ist es ja nur auch nicht. Und weisen darauf hin, dass die Legalisierung von Cannabis im Koalitionsvertrag der Bundesregierung stünde und zurzeit an deren Umsetzung gearbeitet werde. Sie fordern Herrn Staatsminister Schuster auf, für eine Änderung der Praxis in Bezug auf den Umgang mit Konsumenten, Betreibern von Hanfläden sowie dem Verkauf von CBD-Produkten zu sorgen. Tatsächlich hat das Bundeskabinett im Oktober 2022 einen Eckpunkt der Papier zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen. Um den bestehenden völker- und europarechtlichen Rahmen zu berücksichtigen, hat die Bundesregierung den Gesetzesentwurf im Rahmen einer Notifizierung der EU-Kommission vorgelegt. Deren Prüfergebnis steht derzeit noch aus. Das geplante Gesetzgebungsverfahren ist somit nicht abgeschlossen, sodass es bei der bestehenden Rechtslage bleibt. Das Staatsministerium des Innern und die Polizei Sachsen sind an das geltende Recht gebunden und für die Ausführung und Umsetzung bestehender Gesetze verantwortlich. Dies beinhaltet auch die Verfolgung von Verstößen durch die Betreiber von CBD-Shops bezüglich nicht zugelassener CBD-Produkte. Ich bitte um Verständnis, dass Ihrem Anliegen daher nicht gefolgt werden kann. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Ja, schön ist was anderes. War eigentlich auch klar, ne? Aber man wartet auf die Bundesregierung. Aber Geschichte mit den CBD-Shops nicht zugelassen und so weiter, es werden ja nun mal nicht nur Blüten beschlagnahmt, es wird ja sogar Schokolade beschlagnahmt. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen vermessen, ne? Und ich wünsche mir ja immer, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen naiv, irgendein Tönchen mal in Richtung wir wollen irgendwie was verändern. Versteht ihr? Ja, klar, versteht ihr. Aber das ist ja, wie gesagt, reichlich naiv von mir, denke ich. Aber ich lasse mich davon nicht entmutigen und werde da weitermachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt in nächster Zeit noch mal wieder Post schreiben werde. Mal gucken, ich weiß gerade nicht so richtig wem. Aber ganz wichtig, macht's doch auch und immer schön Druck machen. Kann nicht schaden. Briefkästen voll machen, E-Mails schreiben. Macht mit auf Twitter beim Weedmob. Nicht schwer zu finden, wer da noch nicht dabei ist, muss einfach mal gucken. Man kommt um uns gar nicht mehr herum. Und das ist auch gut so. Und wir machen weiter. Und ich mache weiter. Macht doch mit, damit wir hier endlich den Scheiß endlich mal eintüten. Das muss jetzt 2023 mal endlich irgendwie eine Veränderung her. Da sind wir uns wohl alle einig. Also, macht mit und helft. Soweit von mir. Macht's gut. Und wir sehen uns dann vielleicht in einem der nächsten Videos. Und rein.